liebe Freunde, meine neue Arbeit. Wie Sie sehen, das ist eine Hoodie. Schauen Sie hier, Ärmel. Wie ich habe Ärmel bearbeitet. Ja, so. Und Kapuze. Schauen Sie, Kapuze. Welche Kapuze habe ich gemacht? Ja, mit solcher Linie, wie Sie sehen, auch. Und ich erzähle weiter, einfach ein Video. Ich erzähle, wie ich habe gestrickt diese Hoodie. Und in der Seite, schauen Sie hier, wie ich habe gestrickt. Und unten auch. So, kraus, rechts. Ja, Sie wissen, wenn wir stricken kraus rechts in Kreis, dann wir stricken eine Runde alle Maschen linke Maschen und zweite Runde ist alle Maschen rechte Maschen, dann wieder linke, rechte und so weit. Ja, so wie ich habe hier gestrickt, das ich erzähle auch und zeige alles. Und einfach schauen Sie weiter Video. Wenn Sie haben welche Fragen, dann fragen Sie mich bitte. Sonst, ich zeige alles. Und wie Sie sehen, Ärmel habe ich ohne Bündchen gestrickt. Einfach gerade und beendet mit einem Umschlag. Solche Beänderung, ich zeige auch in meine Playlist für Anfänger. Das können Sie auch anschauen, wenn Sie wollen. So, dann schauen Sie gerne Video weiter. Viel Spaß! Hallo meine liebe Freunde! So, von Anfang, Sie haben gesehen, meine Hoodie, welche ich habe gestrickt. Diese Hoodie habe ich gestrickt für meine Krankenschwester, welche hilft zu meiner Heilpraktiker. Okay, die hat gekauft solche Merino. Schauen Sie, meine Oma. Merino Mix. 80% Merino Wolle und 20% Polyacryl. So. Stricken mit 4 oder 4,5. Ich würde stricken mit 4. Mit Stricknadel Nummer 4. Was wir brauchen? Sie brauchen Kopfumfang. So. Kopfumfang. Und wie Sie haben gesehen, dass ich habe ein bisschen solche Bündchen auf Bündchen, ja? So, Kopfumfang, dann plus 10% und mal Strickprobe. Strickprobe in 1 Zentimeter, wie viel haben Sie Maschen, ja? Das wird unser Anfang, wie viel wir müssen Maschen anschlagen. Okay? Wenn Sie stricken solche Größe wie ich, ich würde stricken für Größe M, aber zwischen M und L. Weil meine Sabine, so Krankenschwester, die hat gesagt, sie will ein bisschen, dass es Hoodie ist locker. Ist nicht ganz nah, nicht ganz betont, einfach locker. Drum, wenn Sie stricken gleich wie ich und Sie haben solche Wolle wie ich zum Beispiel, dann Sie können stricken oder anschlagen so viel, wie viel ich schlage an. Okay? In 50 Gramm, hier ist 125 Meter. Und wir brauchen noch dazu Hilfefaden, weil wir stricken jetzt zum Erst, wir stricken
Hoodie ohne Kapuze und wann wir sind fertig, dann wir stricken Kapuze später. So, dann würde ich anschlagen. Schauen Sie. Anschlagen. Ich würde 98 Maschen. So. Und stricken wir Raglan. Jede Raglan-Linie ist zwei Maschen. Dann meine Ärmel ist 10 Maschen. Meine Rückenteil ist 28 Maschen. Und vorne, wir haben 6 Maschen plus Randmaschen und 14, 14. So wird unsere Konstruktion. Okay? Jetzt muss man anschlagen, bitte 98 Maschen zum Erst. Zum Erst, wenn ich würde anschlagen, ich nehme Stricknadel Nummer 3. Und dann später, ich stricke schon mit Nummer 4, wie ich habe gesagt. Schauen Sie, was wir machen jetzt. So. Machen wir zusammen zwei Faden. So. Okay. Und jetzt schlagen wir an. Schauen Sie, das ist meine Hauptfarbe. Und das ist meine Hilfefarbe. Ja? So, erste Masche. Erste Masche. Moment, nochmal. Weil das ist nicht einfach. So, das muss man einfach helfen. Weil Hilfefaden muss unten sein. Okay? Erste Masche, dann zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter. 98 Maschen bitte. Ich habe 98 Maschen, schauen Sie. Jetzt diese grüne, wir brauchen nicht mehr. Grüne muss unten sein, weil das ist Hilfefaden. Okay? So, und weiter, ich stricke einfach. Ich stricke eine Reihe. Eine Reihe. Ich stricke mit linken Maschen. So, das wird unsere Randmasche. Dann 6 Maschen rechnen wir. 1, 2, 3, 4. 5, 6. So, 6 Maschen, das ist unser Bündchen. Machen wir Marker. Okay. Dann 14 Maschen ist halb Vorderteil. 14 Maschen stricken und rechnen, ja? 14 Maschen wieder. Marker. 2 Maschen ist unsere Raglan-Linie. Wieder Marker. 10 Maschen ist Ärmel. Stricken wir Ärmel. 10 Maschen. 10 Maschen Ärmel. Wieder Marker. 2 Maschen Raglan-Linie. Marker. 28 Maschen Rückenteil. 28 ist Rückenteil. Marker. 2 Maschen Ärmel, 2 Maschen Raglanlinie, sorry. Wieder Marker. So, 10 Maschen Ärmel. Marker, 2 Maschen Raglan-Linie, Marker,
14 Maschen ist unsere Halbvorderteil. So, jetzt Marker und 6 Maschen unsere Bündchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und letzte ist Randmasche. Fertig. So, jetzt machen wir Zunahme. Ich stricke noch mit dieser Nummer 3. Ich gehe noch nicht auf Nummer 4. Ist zu früh. So, erste Masche. Schauen Sie, erste Masche. Wir stricken nicht. Randmasche. Dann nächste Masche. Wir stricken auch nicht. Und nächste. Nächste unsere 4. Wir stricken. 5, sorry. So, stricken wir. Okay, jetzt 14 Maschen bis halb Vorderteil, stricken wir auch, bis Raglanlinie. Hier ist Raglanlinie, machen wir Zunahme, stricken wir 2 Maschen Raglanlinie, Marker. Wieder Zunahme und stricken wir 10 Maschen von Ärmel. Wieder Marker. Bevor Marker Zunahme, Raglanlinie 2 Maschen. Nach Marker wieder Zunahme und stricken wir Rückenteil 28. Maschen. 28 Maschen habe ich gestrickt, Raglanlinie, Zunahme, 2 Maschen Raglanlinie, nach Raglanlinie Zunahme, 10 Maschen Ärmel, wieder Raglanlinie, bevor Raglanlinie Zunahme, Marker, Raglanlinie 2 Maschen, Marker, Zunahme nach Marker. Und jetzt wir stricken 14 Maschen und dann kommt unsere Bündchen. Ja? So, 14 Maschen ist unsere Halbvorderteil. So, und jetzt kommt Bündchen. 1, 2, 3, 4, 5. Und vorletzte und letzte, wir stricken nicht. Schauen Sie, erste und letzte ist auch. Wir stricken dann als linke Masche. So, drehen unsere Arbeit auf linke Seite. Und stricken wir alle Maschen als linke Maschen, alle Maschen. Und ich würde solche Zunahme machen, wie ich habe jetzt gezeigt. 5 cm und 5 cm ich würde stricken mit Stricknadel Nummer 3. Und dann ich würde stricken weiter mit Nummer 4, aber in jede zweite Runde, so ich meine auf rechter Seite, wir machen Zunahme neben Raglanlinie. Aber wenn ich bin fertig mit diesen 5 cm, wie ich habe gesagt jetzt, dann würde ich machen so, ich will, dass Ärmel sind nicht zu breit. Meine Ärmel muss nicht zu breit sein. Drum, ich würde Zunahme bei Ärmel, ich würde machen jede dritte Reihe. Ja? Eine Reihe rechte, ich würde machen Zunahme neben. So, im Körperteil,
bei Rückenteil und bei Vorderteil. Aber Ärmel, innere Seite von Ärmel, ich würde nicht machen. Okay? So, zum ersten strecken wir 5 cm und machen wir in jede rechte, auf jede rechte Seite. Wir machen neben Raglan-Linie von beider Seite Zunahme. Dann ich würde zeigen, was ich mache weiter, weil jetzt, wenn ich erzähle, dann sie verstehen nicht und dann wird schlecht. Ja? Was ich will noch sagen, wie Sie haben gemerkt, ich strecke keine Differenz in diese Hoodie. Warum? Weil zum ersten, das wird wie V-Halsausschnitt bisschen. Ist erste und zweite ist, wir haben Kapuze. Wir haben Kapuze und diese Kapuze wird besondere. So wollte meine Sabine, dass ich stricke. Die hat ein Foto irgendwo gefunden, geschickt mir. Drum, ich muss stricken, so wie sie wollte. Okay? So. So, meine Liebe, Sie haben verstanden. Jetzt wir stricken 5 cm und machen wir in jede, auf jede rechte Seite bei unsere neben unsere Raglan-Linie Zunahme. Okay? So, und auch vergesse nicht das erste. Und zweite Masche, wir stricken nicht, anfangen von dritter Masche. Wann wir sind auf rechter Seite, nur auf rechter Seite, auf linke Seite, wir stricken alle Maschen. Okay? So, machen Sie bitte so. Und dann wir treffen uns und ich zeige, was wir machen weiter. Ich kläre und zeige. So. 5 cm habe ich gestrickt, wie Sie sehen. Mit Stricknadel Nummer 3 und ich habe auf jede rechte Reihe Zunahme gemacht neben Raglan-Linie. Jetzt ich stricke mit mehr größere Stricknadel und ich mache Zunahme nur auf Körperteil. So, stricken bis Raglan-Linie und dann Sie verstehen, was ich meine. Bis Raglan-Linie ich stricke. So, hier ist Raglan-Linie. Ich mache Zunahme. Dann stricke Raglan-Linie. Und hier ist Ärmel. Ich mache keine Zunahme. Ich stricke einfach diese Ärmel ohne Umschlag, ja? Weil ich will nicht zu breit Ärmel haben. So, dieses Mal ich mache nicht Zunahme. Und dann nächstes Mal, ich mache Zunahme wieder so, wie ich habe gemacht. Neben Körperteil so, Raglan-Linie von einer Seite und Raglan-Linie von anderer Seite. Und so, ich würde stricken. Einmal ich mache Zunahme, einmal ich stricke ohne Zunahme. So, hier ist Raglan-Linie. Schauen Sie, ich mache auch keine Zunahme. Jetzt. In Körperteil, das ist Rückenteil, ich mache Zunahme. Und mit solcher Methode, natürlich, wir haben nicht so breit unsere Ärmel. So, ich werde stricken weiter noch. Und dann wir müssen
unsere beide Böhnchen zusammenstricken. Aber momentan noch nicht. So, schauen Sie. Ich stricke roten Teil. So. Raglanlinie. Ich mache Zunahme, stricke Raglanlinie und hier geht dann Ärmel. Ja, hier ist Ärmel. Ich mache wieder keine Zunahme bei Ärmel. Einfach, ich stricke Ärmel ohne Zunahme. Okay. Ärmel, wieder Raglanlinie. Ich mache keine Zunahme, stricke Raglanlinie und hier geht dann Halbpfoteteil. Hier ich mache Zunahme, weil ich mache nur bei Körperteil Zunahme. Okay, so dann ich stricke linke Reihe. Und danach an rechter Reihe, ich würde machen Zunahme bei Ärmel und bei Körperteil auch. Okay? So machen wir. So, letzte zwei Maschen, wir stricken nicht. Ja? So. So, meine Liebe, stricken Sie bitte weiter. Alleine und dann wir treffen uns. So, meine Liebe, schauen Sie, ich habe gestrickt 10 cm. 10 cm. Und jetzt ich mache zwei Teile zusammen. Für das wir brauchen diese unsere Bündchen, ja? Das ist unsere Bündchen. 6 Maschen und eine Randmasche. So, ich würde anziehen zu andere. Stricknadel. So. Und wir stricken zusammen. Ja, diese Teil. Wir stricken zusammen. Einfach. So machen wir zusammen, weil wir sind Mädchen und natürlich rechte Seite muss auf linke Seite sein. Wenn Sie stricken für Männer, dann ist andere linke Seite auf rechte Seite. So, wir machen zwei zusammen. Und jetzt ich stricke beide Stricknadeln zusammen. Ganz normal, schauen Sie. So zwei zusammen. Hopp. Und dann weiter. Und weiter. Eine Masche von einer Stricknadel, eine Masche von andere Stricknadel. Und so, ich stricke zwei zusammen und bekomme zwei. So, und letzte meine Maschen. Und weiter, ich stricke dann in Kreis. Ja, nur hier, wir müssen dann weiter stricken, dann in Kreis. Und ich mache jetzt Zunahme im Körperteil und auch bei Ärmel. So, beide Seiten von Raglan-Linie. Ich würde machen jetzt Zunahme. Ja? Und ich stricke meine Raglan-Linie. Raglan-Linie ist ganz einfach. Ich sage immer Brustumfang. Umfang. Teilen mit 4. So. Und das ist Raglan
Linie. Wann Sie wollen 1 oder 2 cm mehr, dann Sie bekommen mehr Oversize eure Teil. So, Brustumfang teilen mit 4, das ist Raglan-Linie. Jetzt ich stricke weiter meine Raglan-Linie, wie ich habe gesagt, und ich mache auch Zunahme von beider Seite Raglan-Linie, weil ich habe gesagt, dass ich würde kurz machen, nur bei Körperteil Zunahme, aber bei Raglan, Ärmel ich würde nicht machen. Jetzt ich mache beide Seiten. Sehen Sie? So, wir machen 5 cm, ich habe gemacht, dann weiter, ich habe gestrickt noch 5 cm ohne Ärmel. Bei Ärmel ich habe nur jede dritte Reihe gemacht, Zunahme. So, schauen Sie, Raglan-Linie von beider Seite, ich mache Zunahme. So, stricken Sie weiter bitte alleine. Meine Raglan-Linie ist fertig. Ich habe genug gestrickt. Und jetzt, was ich mache. Alle Maschen von Ärmel, ich würde anziehen mit Hilfe Faden und Hilfe Nadel. Und wie ich habe gesagt, wir haben 2 Maschen für Raglan-Linie, drum eine Masche ich gebe zum Körperteil und eine Masche geht zum Ärmel. So, alle Maschen einfach anziehen, auffaden. Ich ziehe an alle Maschen bis Raglan-Linie und eine Masche von Raglan-Linie auch. So, fertig. Jetzt ich mache zusammen eine Knote und mache unter Ärmel dann luftige Maschen. Ich würde machen 6 Stück. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und weiter, ich stricke Rückenteil. Rückenteil bis Raglan-Linie und eine Masche von Raglan-Linie gebe zum Rückenteil. Und wieder alle Maschen von Ärmel und auch eine Masche von Raglan-Linie. Ich würde anziehen auf meine Hilfefaden. Auch bis Raglan-Linie alle Maschen und eine Masche von Raglan-Linie. Fertig. So, machen wir zusammen Knote. Und unter Ärmel wieder 6 luftige Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und jetzt ich stricke einfach Körperteil, so lang wie lang ich brauche. 40 cm ich würde stricken. Und Sie stricken eure. So, Körperteil, so lang wie lang Sie brauchen. Und dann wir treffen uns bei Ärmel und ich zeige, was wir machen weiter. Meine Liebe, bevor ich werde nähen meine Ärmel zusammen, ich habe entschieden zu erzählen, wie ich habe Ärmel gestrickt. Ja? Sie sehen, ich habe schon beide Ärmel gestrickt und natürlich, das ist keine Thema für euch, ich denke, Maschen von unsere Hilfefaden einfach anziehen mit Stricknadel und dann weiter stricken. Ich erzähle, was ich habe weitergemacht, einfach.
So, wann wir wollen, dass wir haben kein Loch hier, ja, weil wir wissen, dass wir haben unter Ärmel 6 Stück Maschen gemacht, ja. Wir teilen 3 geht auf eine Seite, 3 auf andere Seite. Und dann, ich nehme hier 3 Maschen. So. Und dass ich bekomme kein Loch hier bei weiter, wenn ich nehme Maschen von Stricknadel, dann hole ich noch 2 Maschen, wie Sie sehen, 1 und 2. So. Und ich habe dann 5 Maschen von einer Seite und 5 Maschen von anderer Seite auch. Ja, so zusammen, ich habe 64 Maschen hier. Dann ich habe gestrickt 4 Reihen hier und her. Da habe ich dann Abnahme gemacht, erste Mal. So, Randmasche, 2 Maschen zusammen und dann ich stricke ganze Reihe und am Ende ich stricke auch vor Randmasche 2 Maschen zusammen. Dann habe ich weiter gestrickt. So, insgesamt diese beige Farbe. Ich habe gestrickt 20 Reihen hin und her. Dann können Sie rechnen 4 Reihen und dann machen wir Abnahme. Es bedeutet, wir müssen danach stricken noch 5. Reihe, 6. Reihe, ja, 14. Reihe. So, mit Beige. Dann habe ich ich wollte nicht schwarz, ich habe dunkelgrau genommen und ich stricke jede Streife 6 Reihen hin und her, 6 Reihen mit dunkelgrau. Dann ich gehe und ich mache wieder beige. Dann geht solche gelb, dann wieder grau, dann beige und ab rot. Ich mache wieder Abnahme und ich mache bei jeder Streife dann Abnahme von Anfang. Ich mache so Randmasche, 2 zusammen, dann ich stricke Streife bis Ende und am Ende auch 3 Maschen bevor am Ende. Ich stricke 2 zusammen, dann Randmasche. So, dann geht grau, wie Sie sehen, wieder bei grau, ich mache wieder Abnahme. Gleiche wie bei Rot, dann Beige, wieder ich mache Abnahme, Blau, wieder Abnahme, dann Grau, wieder Abnahme, dann ich stricke, wie viel habe ich hier gestrickt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 12 Reihen mit Beige. Und dann mache ich kleine Streifen. Kleine Streifen ist 4 Reihen. Und weiter, ich mache Abnahme, bis ich habe nur 40 Maschen. So, Sie machen so Abnahme, bis Sie haben, ich habe hier bei Rot schon 40 Maschen. Dann, ich habe einfach gerade weiter gestrickt, ja? So. Und meine Ärmel ist fertig. Bis blau, ich könnte nicht mehr stricken, weil das wäre zu lange Ärmel. So ist voll in Ordnung. Okay? So, ich habe meine Ärmel gestrickt. Und jetzt wir stricken Kapuze. Zum Erst, wir müssen alle Maschen, was wir haben mit Hilfe Faden, ja, anziehen auf unsere Stricknadel. Und zum Erst, wie Sie wissen, wir haben gestrickt mit Nummer 3. Drum, wir nehmen auch Nummer 3 zum Erst. Stricknadel Nummer 3 und schauen wir so, hier ist erste Masche und dann machen wir langsam diese Faden
Hilfefaden raus. Ja, raus. Und anziehen alle unsere Maschen mit Stricknadel zurück. Und dann stricken Sie bitte einfach ohne Zunahme oder was 5 cm. So langsam schauen Sie. 5 cm einfach gerade. Rechts glatt. Und dann wir treffen uns und ich zeige, was wir machen, weil ich würde stricken auch diese Kapuze mit Farben, mit verschiedenen Farben, gleiche wie diese Farben, welche ich habe benutzt hier bei Ärmel. Aber ich würde stricken nur, ich denke, zwei Reihe. Zwei Reihe, jede Farbe. So wie ich habe gesehen bei Foto, ich hab erzählt, dass meine Krankenschwester von meiner Heilpraktiker, die hat Foto mir gegeben und ich musste einfach stricken diese Pullover mit Foto. So, wir schauen dann Foto. Ich musste so stricken. Ich habe gestrickt, oder? Ich muss noch Kapuze und dann ist fertig. So. Zum Ersten, wie ich habe gesagt, alle Maschen anziehen mit Stricknadel. Nummer 3, so langsam. Alle, wie Sie sehen, kein Problem. So ohne Probleme. Sie bekommen jede Masche zurück. Nun muss man ziehen diese Faden weg und das geht ganz einfach. Okay, so und strick mal 5 cm einfach gerade und dann machen wir ein bisschen Zunahme und dann wieder strick mal ohne Zunahme weiter gerade. So. Meine Liebe, machen Sie weiter bitte. Das ist nicht so schwer. Ich muss sagen, natürlich, dieses Video kommt in August, ich denke. Oder im September, weiß ich nicht, wie viel Video habe ich weiter. Aber ich stricke heute ist 16. Juli. Meine Mutti ist schon eine Woche im Krankenhaus. Keine Veränderung. Nichts besser, nichts schlimmer. Einfach so. Und fühle ich mich natürlich nicht super. Drum stricke ich schon eine Woche diese Pullover und ich sehe keine Ende. Ja, weil viele verstehen mich, wie das geht ohne Mama. Und du kannst gar nichts helfen und sie liegt im Krankenhaus und du kannst nur bestimmter Zeit kommen. Das ist alles ist sehr schwer. So, okay. Machen Sie bitte weiter. So wie ich habe erzählt und dann wir treffen uns und ich erzähle und ich zeige weiter. Ich habe ein bisschen weiter gestrickt mit Nummer 3, wie ich habe gesagt, so ungefähr 4-5 cm rechts glatt. Und jetzt, wir müssen teilen unsere Maschen. Wie Sie wissen, wir haben 96 Maschen. 96 Maschen. Wir teilen mit 2, wir bekommen 49, ja? Nicht 96, wir haben 98, ja? 98. Dann wir brauchen 49, 49 und 49. So, Sie stricken 48 Maschen, dann lassen eine Masche 49. Masche
und noch eine Masche. So, das bleibt in der Mitte. Neben diese mittleren zwei Maschen, wir machen dann Umschläge. Machen ein bisschen Zunahme. Und auch ich werde jetzt stricken mit Stricknadel Nummer 4. So wie ich habe gestrickt, ganze Hoodie. Noch was ich wollte sagen. Sie wissen, dass wir haben hier Alkord gestrickt. Drum ich stricke diese Alkord weiter. Schauen Sie, erste Masche ich stricke nicht und zweite ich stricke nicht. Und dann weiter ich stricke. Aber das ist nur auf rechte Seite. An linke Seite wir stricken alle unsere Maschen. So, stricken wir bis mittlere zwei Maschen, dann treffen uns. Ich bin bei mittlere zwei Maschen. Bevor Marker, ich mache einen Umschlag, dann stricke zwei mittlere Maschen. Nach Marker wieder einen Umschlag. Und ich mache solche Zunahme. Drei oder vier Mal. Ich stricke und dann ich sage, ja, ich würde jetzt schauen. Und machen wir diese Zunahme. So jetzt wir stricken rechte Reihe bis Ende, dann linke Reihe, dann nochmal rechte, linke. So, es bedeutet nach jede drei Reihe, wir machen Zunahme. Machen wir drei, vier Mal, ist genug. Ja, bis fünf Mal darf man machen Zunahme. Okay, ich zeige jetzt, wie ich stricke am Ende auch Alkord, dass Sie wissen. Und dann, Sie stricken schon alleine weiter. Machen Sie Zunahme. Und auch noch, was ich möchte sagen. Ich werde jetzt stricken Streifen, ja. Aber Streifen... Wir können nicht auf rechter Seite andere Wolle nehmen, ja? Weil, wenn wir nehmen auf rechter Seite, wir stricken hier Alkord. Und das ist zwei Maschen, wir stricken nicht, schauen Sie. Vorletzte und letzte, wir stricken nicht. Drum, ich werde machen meine Alkord und auch andere Farbe auf linke Seite. Okay? Dass Sie wissen. Ich habe schon meine Kapuze gestrickt. Wie Sie sehen, ich habe Zunahme gemacht von Anfang, wie ich habe gesagt, viermal. Und dann weiter, ich habe gestrickt ohne Zunahme ungefähr 12 cm und dann mache ich nochmal 1, 2, 3, 4 Zunahme noch. Aber Sie müssen nicht diese nochmal machen Zunahme. Das ist einfach meine Krankenschwester, sie wollte so. Sie wollte, dass diese Kapuze schaut ein bisschen so wie eckig. Ja, drum habe ich so gemacht. Und sie stricken einfach gerade nach dieser vier Zunahme, wie ich habe gesagt, ja, 35 cm Maximum, Minimum 30 cm. Und dann wir machen zu. Zusammen. Wir kommen zu unseren Maschen, welche wir haben in der Mitte. So. Und stricken drei Maschen zusammen. Schauen Sie. Mittlere ist auf diese zwei Maschen und wir stricken zusammen. Okay? So. Und dann wir drehen um. Schauen wir. Dann wir müssen einfach zusammen stricken unsere
unsere diese, wie ich habe gesagt, schauen Sie zurück. Ne, drehen wir nicht um. Machen wir so. Und weiter einfach stricken diese drei Maschen zusammen. Drei Maschen zusammen. So, dass wir machen zusammen unsere Kapuze. So, wieder drei Maschen zusammen. Und dann so, wir bekommen drei zusammen. So, diese eine Masche von einer Seite, eine Masche von anderer Seite und mittlere Masche so bleibt. Zusammen. Und so, wir machen weiter bis Ende. So, diese mittlere Masche bleibt so, ja, und wir holen von andere Stricknadel Masche, welche wir brauchen, und stricken drei zusammen, weil wir stricken diese Masche zusammen, diese Masche zusammen und diese Masche. Aber diese muss immer in der Mitte, so auf diese zwei, auf diese liegen. Okay? So, schauen Sie. Wieder, es bedeutet wieder meine. So. So, ich stricke zusammen. So. Diese und diese. Und diese ist in der Mitte. Ja? Und so, wir machen bis Ende unsere Kapuze. Und dann Kapuze ist fertig. So, ich meine, wird komplett. Sie können natürlich abketten und dann zusammen nähen. Das können Sie auch so machen. Oder Sie können so wie ich einfach drei zusammenstricken. Ja, und Sie bekommen solche Kapuze. Moment. So, schauen Sie. Sie bekommen solche Kapuze. Und dann, ich muss alle meine Faden verstecken, natürlich. Das auch. Aber Rand ist voll in Ordnung, wie Sie sehen. Ja. So, hier auch muss man nur verstecken, dann wird auch sehr schön. So, so schaut meine Kapuze. Voll ordentlich. Okay. So, meine Liebe, das, was ich wollte zeigen mit dieser Hoodie. Das Einzige, was wir, wie Sie müssen tun, zusammen stricken eure zwei Teile von einer und andere Seite von Kapuze und dann sie sind fertig. Dann ich muss noch, wie ich habe gesagt, alle Faden verstecken und alles ist gut. So, meine Liebe, das, was ich wollte zeigen. Wann haben Sie welche Fragen? Dann fragen Sie mich, schreiben Sie einfach Kommentare und ich antworte gerne. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Tschüss.